Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Regelmäßiges Einkommen mit Optionen erzählen. Diese Webinarreihe, das heutige Webinar, machen wir wie immer mit Thorsten Eberhardt. Ich freue mich, dass er hier ist und für uns die Zeit gefunden hat. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie wieder diese Woche dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von Netflix Flat. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt, auch wie immer, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, ich habe ein bisschen Gas gegeben, denn durch die Zeitumstellung hat USA ja schon seit einer Stunde jetzt geöffnet und deswegen gebe ich jetzt den Bildschirm weiter, wünsche viel Erfolg, viel Spaß, wenn irgendwas ist, ich bin wie immer im Hintergrund. Super, vielen Dank, lieber Nelson, dann wollen wir auch schon direkt mal loslegen. Ich habe jetzt meinen Bildschirm auch übertragen und wir fangen direkt erstmal mit mir an. Ja, wer bin ich? Ich bin der Mann, der hier steht und ich stehe hier auch auf einer FX Flat Homepage. Das hat natürlich auch seinen Grund. Ich bin leidenschaftlicher Optionshändler. Ich trade nicht nur, ich coache, biete Seminare und einen Club an. Und wer über FX Flat ein Konto eröffnet und sich vielleicht auch für eine Clubmitgliedschaft bei mir entscheidet, bekommt 2 Monate verlängerte Clubmitgliedschaft for free on top. Das dazu gesagt, kann man hier oben die Adresse sich raussuchen oder bei Google einfach FX Flat und Options for Winners eingeben, dann wird man auch, glaube ich, schnell fündig, wo diese Landingpage ist. Es kamen auch viele Fragen von diversen Zuhörern, Zuschauern letzte Woche im Nachgang, also per E-Mail. Und da wurde die Frage gestellt, warum man denn ein 2- oder 3-tägiges Seminar besuchen sollte bei Mitstreitern oder vielleicht auch bei uns, wenn doch so eine Clubmitgliedschaft ein Jahr ist und kostengünstiger. Also wir hier nehmen für die Clubmitgliedschaft für das eine Jahr 899 Euro ab. Und hier wird man wirklich komplett geschult und es gibt einen ordentlichen Wissenstransfer. Wir haben 3 Live-Webinare pro Woche. Das heißt, wir haben dienstags ein Anfänger-Webinar, das wird von René gemacht. Das ist ganz toll, obwohl Anfänger ist recht schwammig. Für mich sind ganz, ganz viele mehr Anfänger als Fortgeschrittene, also auch all jene, die jetzt durch eine Vorbildung glauben, sie wären schon fortgeschritten, werden früh merken, dass man doch noch nicht ganz so weit ist. 90% circa unserer Clubmitglieder haben eine vorherige Ausbildung gemacht und partizipieren trotzdem positiv natürlich an den Anfängerwebinaren. Dann haben wir mittwochs für Fortgeschrittene, für Trading GmbHs, das ist der Martin Luschek, der ist jetzt auch neu an Bord, also ein absoluter Experte, was den Optionshandel angeht und was auch das direktionale Trading betrifft, gehen wir gleich drauf ein. Und dann last but not least haben wir donnerstags unser wöchentliches Clubtreffen und in diesem wöchentlichen Clubtreffen, da gehen wir auf den Markt, auf unsere Clubtrades, Clubdepot und was man so alles machen kann. Wir traden ein Clubdepot, ja, also kann ich hier auch einfach mal kurz zeigen. Da haben wir auch eine Tabelle, also ein Trading Journal und die Ergebnisse hier unten kann man halt auch dann mitverfolgen, beziehungsweise jetzt hier für das Jahr 2023. Wir sind mit 30.000 gestartet und unser Ziel ist es, was man hier auch auf der Homepage irgendwo lesen sehen kann, das ist hier, unser Ziel ist es 1% pro Monat beziehungsweise 12% pro Jahr und das gilt jetzt natürlich nicht für jeden, das ist sozusagen das, was wir am Anfang haben wollen, das ist dieses regelmäßige Einkommen mit Optionen und natürlich einen kleinen Drawdown. Ja, und das muss man natürlich immer in Relation setzen. Wenn man Anfänger ist, dann finde ich schon, sind 12% ein ordentliches Ziel. Ja, besonders in den Phasen, in denen wir uns momentan beschäftigen. Wir gehen ja gleich auf den Markt ein. Ist das schon, würde ich sagen, eine stabile Leistung, wenn man direkt im ersten Jahr sowas schafft. Wir bieten halt diverse Trades an, die wir machen. Dienstags, heute ist auch ein Trade der Woche erfolgt. Wir bieten immer dienstags einen Trade der Woche, damit auch all jene, die jetzt berufstätig sind oder vielleicht nur ab und zu in den Club reinschauen, mit Futter auch bedient sind. Aber wir traden auch noch außerhalb dessen. Das wird alles über Discord, über eine Plattform kommuniziert und auch über
Telegram, also das sind halt diese Fragen. Aber jetzt nochmal von wegen, ja, warum soll ich dann eine zwei-, dreitägige Ausbildung machen? Die Antwort muss jeder für sich finden. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich jetzt Anfänger wäre und habe schon mir die ersten Schritte selber beigebracht, vielleicht durch YouTube, durch E-Books, durch Bücher oder durch Kollegen, und man möchte jetzt vielleicht noch Gleichgesinnte finden, beziehungsweise auch Ansprechpartner, die eher vielleicht ein bisschen mehr wissen, also Experten, so wie wir es halt sind, dann empfehle ich immer eher eine Clubmitgliedschaft als beispielsweise ein zwei-, dreitägiges Einstiegsseminar, weil das Problem, das ist nicht der Wissenstransfer und das Verständnis, das Problem ist schlussendlich die Umsetzung. Man ist unsicher am Anfang, dann ist es immer praktisch, wenn man Ansprechpartner hat und natürlich auch Kollegen, die die gleichen Erfahrungen machen bzw. gemacht haben zum Austausch. Da haben wir natürlich im Club den Vorteil, dass wir sehr kommunikativ und sehr interaktiv sind. Also Interaktivitäten sind auch in den Webinaren möglich. Also es ist jetzt kein Monolog, sondern wirklich ein reger Austausch. Und das hat natürlich seine Vorzüge. Ja, das ist etwas, was man aber schlussendlich entscheiden muss. Ich kann nur das erzählen, was ich hier anbiete, was andere Kollegen machen. Da bitte ich auch, da waren Fragen, ob ich konkret was dazu sagen kann. Erstens weiß ich nicht genau, was die Kollegen machen. Zweitens denke ich mal, ist das auch nicht richtig, ja, von in Anführungszeichen Kollegen oder über Kollegen da irgendwas zu erzählen. Da bitte ich doch andere zu kontaktieren, die vielleicht schon eine Ausbildung gemacht haben, oder einfach denjenigen auch zu kontaktieren, der das halt anbietet. Und man weiß ja nicht, wie die Argumentationskette dann schlussendlich ist. Ich kann es nur sagen, der Club ist mega erfolgreich. Wir haben halt auch hier vieles im Angebot, auch Indikatoren, Tools etc. Hier ist die Clubstruktur. Wir sehen, wir sind natürlich nicht nur Deutsche, sondern im deutschsprachigen Raum aktiv. Das heißt, das sind Österreicher, Schweizer und auch welche, die in anderen Ländern, wie beispielsweise auch in Zypern, leben und sind halt auch im Club dabei. Und was man hier erkennen kann, wir haben doch eine relativ hohe Zahl an Trading GmbHs. Das sind jetzt wirklich die GmbH-Trader. Das heißt, mehr als ein Fünftel unserer Clubmitglieder, über 300 an der Zahl, sind jetzt schon in der Trading GmbH, und das ist wirklich wachsend. Und weil es wachsend ist, werden wir auch dahingehend eine Separierung vornehmen. Das heißt, wir werden jetzt zukünftig den Club auch fokussierter ausrichten, so dass auch die jeweilige Zielgruppe besser bedient ist. Ja. Was wir uns immer gerne angucken, das ist jetzt hier der Markt. Dafür nehmen wir gerne die Online-Chartplattform TradingView. Für die TradingView haben wir einen Indikator programmiert. Das ist der O4W Best Indikator, übrigens auch im Club inkludiert. Ansonsten kann man ihn auch so bestellen. Ich glaube, der ein oder andere Kollege, ich schmeiß mal zwei Namen in den Raum. Das ist jetzt, glaube ich, Freaky Finance und der Castle Trader. Die bieten jetzt auch einen Halloween-Rabatt hier auf den O4W Best Indikator an. Nur so als kleiner Tipp für all jene, die sich diesen jetzt hier bestellen wollen. Macht das dann nicht über meine Seite, sondern über deren Seite. Dann kriegen die auf gut Deutsch Geld und ihr spart noch welches. Das ist natürlich dann auch nicht verkehrt. Und mit dem arbeiten wir halt gerne, weil er schnell die Informationen auf den Punkt bringt, die wir brauchen, nämlich zum Beispiel, wie der Markt gerade gestimmt ist. Wir haben drei verschiedene Kerzenfarben. Das ist grün, weiß und rot. Grün für bullisch, weiß für neutral und rot für bärisch. Und hier diese kleinen Kacheln, die kommen halt auch immer, wenn sich sozusagen eine Änderung abzeichnet. Wir sind jetzt hier vom Neutralen in die bärische Phase gegangen. Da hatten wir jetzt hier das Short Open. Das ist jetzt, wie gesagt, der S&P 500. Und da haben wir auch gesehen, das ist jetzt hier, die weiße Linie ist der Simple Moving Average, also der einfach gleitende Durchschnitt für 200 Tage. Der ist hier unterschritten und dann kam hier halt ein rotes Open. Und das ist für uns auch etwas, wo wir sagen, wenn wir jetzt stark bullisch sind und wir sind noch in den Positionen drin und wollen es auch bleiben, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine Absicherung vornehmen. Also Thema Hedging. Hedging ist sehr, sehr breit gefächert. Also Hedging, da kann man wahrscheinlich auch Bücher drüber schreiben. Und weil wir halt da auch Bücher drüber schreiben können und wir auch wissen, wie komplex dieses Thema ist und dass das auch sehr speziell und individuell ist, bieten wir also auch zukünftig Seminare an. Da haben wir jetzt auch so eine Homepage, das ist jetzt hier optionsforwinners.de/Seminare. Dann kommt man hier zu dem Programm. Das ist jetzt das Seminar, das Webinar, was wir hier bald anbieten. Aber da werden folgende Seminare, also Präsenz
Seminare bald auch erscheinen. Das ist zum einen das Thema Hedging und zum anderen das Thema Trading nach CUT. Also CUT, das nutzen wir halt gerne für unsere Future-Option-Trades. Das ist ein Commitment of Traders Report. Gucken wir uns gleich auch nochmal ganz kurz an. Das bieten wir halt an, weil halt die Nachfrage danach vorhanden ist und weil wir auch glauben, ja, dass das ganz klar ein Defizit ist, nämlich dieses Nicht-Hedging, besonders für all jene, die mit größeren Summen hantieren, also größere Trades machen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht sogar wirklich noch die Trading GmbH haben, dann hat man natürlich nicht die 20k Verlustverrechnung, ganz, ganz wichtig, und dann sind die Möglichkeiten natürlich ganz andere. Die Frage kam letzte Mal auch auf, also im Nachgang per E-Mail, das ist 20k, das hört man überall, was ist das? Ja, das war eine Veränderung jetzt in der Besteuerung der Verluste beziehungsweise der Verluste und der Gewinne bei Derivatgeschäften, und Optionen gehören dazu, und es gibt ja Long-Optionen und es gibt ja Short-Optionen. Short-Optionen sind ja die verkauften Optionen, Long-Optionen sind ja die gekauften Optionen, und die gekauften Optionen, die werden jetzt mit einer Verlustverrechnung begrenzt. Das heißt, man hat nur noch 20.000 Euro, die man an Verlusten ansetzen kann. Nur mal ein kleines Beispiel: Wenn wir jetzt dauerhaft unsere Bull-Put-Spreads hier machen, das ist ja die verkaufte Put-Option und die gekaufte Put-Option, dann fallen die Short-Puts erstmal raus. Es gibt noch einen Unterschied zwischen Cash gesettelt und physische Lieferung, also physisches Settlement, aber wir gehen jetzt einfach mal auf diesen Fall hier ein. Wir verkaufen nur noch auf Apple Bull-Put-Spreads. Ja, wir sagen, wir sind so von Apple überzeugt, wir machen das nur noch, und die ganze Zeit geht Apple nach oben und wir rollen, rollen, rollen. Also wir machen immer wieder neue Bull-Put-Spreads auf. Dann ist das natürlich schön, aber dieses Leg, also diese Option des Bull-Put-Spreads, ist dann verlustig. Also wenn sie verfällt, haben wir damit einen Verlust. Wenn wir sie schon vorher schließen, haben wir damit einen Verlust. Und diese Positionen werden an die 20k verrechnet. Und wenn wir über 20k haben, dürfen wir nur noch 20.000 den Gewinnen gegenüber verrechnen. Ja, und das kann natürlich relativ gefährlich sein, wenn wir auf der einen Seite hier zwar richtig viele Gewinne machen, aber unsere Verluste viel, viel größer sind als 20.000 und wir können nur 20.000 verwenden, dann hat das natürlich einen sehr, sehr negativen steuerlichen Effekt, und von daher muss man sich immer wieder mit diesen 20k beschäftigen. Und weil wir ja bei uns im Club trotzdem noch drei Viertel jener haben, die 20k berücksichtigen müssen, haben wir da einen 20k-Checker, um diese Positionen zu monitoren. Ja, dann kann ich sozusagen jeden Monat mal mir eine Erinnerung machen in meinem Kalender und sagen: Jetzt heute, Thorsten, das ist der 31.10. Ja, es sind jetzt 10 von 12 Monate. Wie viel von den 20k habe ich schon verbraucht? Bei dem, ich weiß es jetzt aus meiner Familie. Meine Schwester hat jetzt beispielsweise ihre schon verbraucht, und dann ist es halt jetzt die Frage, wie geht man vor? Lässt man den Stift jetzt liegen, macht jetzt nichts mehr, oder geht man vielleicht in Strategien, wo man keine Position mehr hat, die diese 20k weiter belasten? Ja, das ist natürlich dann ganz, ganz wichtig. Wichtig ist aber, dass man sich mit der Thematik auch beschäftigen muss. Ja, ganz, ganz wichtig. Und wenn man jetzt solche Tools, solche Hilfestellungen hat, die halt sehr zur Orientierung behilflich sind, wie der 20k-Checker bei uns, dann ist das natürlich eine ganz, ganz gute Möglichkeit. Man kann das natürlich auch alles immer manuell machen. Bei FX Flat, also bei den Resellern und bei Interactive Brokers genauso. Da kann man natürlich jeweils die Berichte sich downloaden und dann auch gucken, wie viel man davon verbraucht hat. Das ist natürlich dann eine manuelle Arbeit, ist aber natürlich auch möglich. Gehen wir jetzt aber nochmal zurück zu dem Markt. Wir haben jetzt hier ein rotes Short Open. Wie gesagt, das war für uns wieder mal die Gelegenheit, falls notwendig, ein Hedge aufzumachen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt fraglich, was wir aus dieser Situation mitnehmen. Da wir ja Optionshändler sind und der Optionspreis
sich ja auch aus unterschiedlichen Positionen besteht. Gucken wir uns das mal kurz an. Hole ich mal hier kurz, gehen wir mal hier. Wenn wir uns mal den Preis, die Preisbildung einer Option uns mal kurz hier anzeigen lassen, eine Sekunde. Dann kann man natürlich sehen, dass der Preis hier aus zwei Blöcken besteht. Das ist der innere Wert und der Zeitwert. Und der Zeitwert sieht man hier auf, woraus er besteht. Und dann haben wir eine Position, die ganz interessant für uns ist. Das ist die implizite Vola, die Volatilität. Für mich die Edge, also der Vorteil von Optionen. Viele verfluchen es, beziehungsweise viele von meinen Kollegen, die jetzt Future Trading traden, die sagen, ach, zum Glück haben wir die Last der impliziten Volatilität nicht. Ich sehe es als Vorteil an. Und dann haben wir noch etwas, was natürlich auch ein Vorteil gegenüber anderen ist. Das ist das Theta, der Zeitwertverfall. Das heißt, wenn wir verkaufen, ja, dann ist die Zeit auf unserer Seite. Das ist natürlich auch nur hier der Fall. Das heißt, nur beim Optionshandel haben wir diese Stillhaltergeschäfte, werden sie auch genannt. Ne, da sind wir mehrheitlich also Verkäufer von Optionen. Und dann kann man das natürlich hier noch unterscheiden in Call- und Put-Option. Hier nochmal etwas, wenn man at the money die Put-Option oder die Call-Option ist egal, verkauft, wie sich der Zeitwertverfall hier ergibt. Das ist natürlich alles, was man sozusagen hier zu berücksichtigen hat. Und dann kann man natürlich auch überlegen, ich sehe jetzt hier den Markt. Es ist einerseits ganz gut, ja, wir sehen es, es ist bärisch, aber andererseits fehlt uns ja noch was wirklich Wesentliches. Und das habe ich jetzt hier auch. Das ist die Volatilität. Das ist der VIX. Ja, und der VIX ist ein Panikbarometer oder auch Angstbarometer. Ja, das ist die Bepreisung der Optionen auf den S&P 500 für circa 30 Tage. Und der VIX ist in den letzten Tagen wirklich gestiegen. Und in dem Panikbericht kann man auch auf Instagram für Lau, also for free, jeden Morgen sich anschauen, wird jeden Morgen um 6:30 Uhr alter Zeit, hier sind es jetzt noch 5:30 Uhr, wird das hier dann auch kommuniziert und dann sieht man hier auch die Panikzeichen und der Volatilitätsindex ist auch einer von denen. Und wenn wir uns das jetzt hier nochmal angucken, die Erklärung der Panikzeichen, dann haben wir den VIX, ja, der wird hier auch, ne, als Schwankungsintensität für den S&P 500 und panisch ist es, wenn der VIX über 20 ist. Ja, das heißt, dann habe ich hier was wollte ich jetzt gerade so mal sagen, bei meinen Panikzeichen hier ein rotes Feld. Ja, wenn der über 20 ist. Und da haben wir halt viele verschiedene. Und während Corona waren wir hier halt also schon bei 8. Und dann fragt man sich natürlich, was man macht, weil bei 8 ist die Vola extrem hoch. Und da würden vielleicht jetzt Leute, die sich noch gar nicht mit Optionen ordentlich beschäftigt haben, sagen, oh, wenn das so panisch ist, dann gehe ich doch mit einem Hedge, mit einer Absicherung rein und ich kaufe eine Put-Option. Weil wir wissen ja, wenn wir eine Put-Option kaufen, sichern wir uns ab. Aber gerade noch erwähnt, die Volatilität bestimmt mitunter den Preis einer Option und die ist natürlich dann mega hoch, die Volatilität. Und wir haben es wirklich so, wenn wir jetzt sagen, hier ist jetzt der Mittel. Ja, also bei, weiß ich nicht, 15. Und hier ist jetzt, sage ich mal, 20 und hier ist 10. Dann ist das ja hier sozusagen so mehr oder weniger ein normaler Weg und man kommt ja irgendwie immer wieder in die zur Mitte zurück, Reversion towards the Mean. Das heißt, solche Situationen, die mal so exorbitant ausbrechen, die werden sich natürlich nach unten entwickeln. Das heißt, wenn du hier eine Option kaufst, ist die Gefahr natürlich sehr, sehr groß, dass die Volatilität zurückgeht. Und wenn die Volatilität zurückgeht, wird der Preis einer Option billig. Und das ist natürlich insofern schlecht, weil wenn wir Optionshandel machen und sind Verkäufer, dann wollen wir was wie folgt. Wir wollen teuer verkaufen und günstig zurückkaufen. Das ist ja klar. Und andersrum ist es natürlich auch der Fall. Das heißt, wenn wir Optionen kaufen, wollen wir günstig kaufen und teuer verkaufen. Ganz normales menschliches Handeln. Und hier ist halt die Gefahr bei solchen Peaks als Käufer, dass wir sehr teuer kaufen und die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass der Preis sich verbilligt. Das heißt, dass wir dann teuer kaufen und billig verkaufen und dann ein Minusgeschäft machen. Und deshalb ist es so, und das klingt ein bisschen kontrovers,
In Zeiten, wo die Volatilität exorbitant hoch ist man sicherer, wenn man Optionen verkauft. Und deshalb sagen ja auch viele, ja, also viele, die sich mit dem Optionshandel professionell beschäftigen, und wir gucken uns jetzt mal die Phase hier an, das ist natürlich eine wunderbare Zeit, ja, hier richtig schön immer wieder Optionen zu traden. Die Gefahr, die hier natürlich besteht, und das war ja auch erst kürzlich der Fall, dass wir eine sehr, sehr niedrige Vola haben. Und wenn wir eine sehr, sehr niedrige Vola haben, gerade schon gesagt, ist das natürlich ein bisschen tricky, Optionen zu verkaufen, weil die Gefahr ist groß, dass die Option sozusagen teurer wird. Und wenn wir günstig kaufen, günstig verkaufen und teuer kaufen, dann machen wir da natürlich auch ein Minusgeschäft dabei. Deshalb sind halt auch viele, die dann sagen, dieses Stillhaltergeschäft ist in niedrig volatilen Zeiten gefährlich, weil halt schon alleine die Vola so niedrig ist, dass die Gefahr groß ist, dass die Vola steigt. Und wir, um Geld zu verdienen, wie gesagt, die Vola bestimmt den Preis. Niedrige Vola, niedriger Preis. Heißt, wir verkaufen billig. Und verkaufen billig heißt nicht nur die Gefahr, dass sich die Option noch weiter verbilligt, ist da, sondern natürlich einfach, dass wir weniger verdienen. Das heißt, wir haben de facto weniger Profit pro Trade. So, und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt doch regelmäßig Einkommen mit Optionen erzielen will und ich will einen stabilen Cashflow, sprich ein regelmäßiges gleiches Einkommen haben, wie mache ich es dann? Ja, dann geht es natürlich wie folgt. Ich gehe mit dem Strikepreis, ja, der Option näher ans Geld, um schlussendlich das Gleiche zu verdienen wie in Zeiten, wo die Volatilität höher war. So, und jetzt braucht man ja kein Adam Riese sein. Wenn man näher am Geld ist, näher am Kurs des Index, der Aktie, also des Underlyings, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass eine Kursbewegung uns schneller tangiert, weil der Puffer ist natürlich kleiner, den man hat. Und das ist das, was dann natürlich herausfordernd ist. Und hier gibt es halt die Möglichkeit, im Optionshandel diverseste Trades zu machen. Weil, was wissen wir? Was haben wir gerade gesagt? Wir haben doch gerade gesagt, wenn die Optionen doch günstig sind in einem niedrig volatilen Umfeld, dann könnte ich doch anstatt Optionen zu verkaufen, Optionen kaufen. Dann sagen aber viele, ich habe doch 20k, wir haben ja gerade gelernt, 20k mit Long-Option, tricky. Ja, aber die 20k sind ja die Verlustverrechnung. Will damit sagen, wenn ich jetzt Gewinne mit den Long-Optionen mache, dann ist das ja wurscht. Dann ist es ja egal. Und deshalb gibt es dann halt für solche Phasen auch Strategien, wie beispielsweise die Poormans Covered Call Strategie. Wir haben ja grundsätzlich immer die zwei Möglichkeiten. Wenn wir jetzt hier sagen, wir wollen von einem Aufwärtstrend profitieren, wir wollen jetzt aber nicht in niedrig volatilen Umfeldern mit verkauften Optionen überdimensioniert auftreten, ja, dann kaufen wir halt nochmal Optionen, haben halt den Vorteil, dass wir auf der einen Seite vielleicht mehr an dem Underlying partizipieren, also an der Bewegung der Aktie des Index. Und auf der anderen Seite können wir das natürlich kombinieren. Grundsätzlich könnte man natürlich auch weiteres machen. Man könnte natürlich sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, das wäre jetzt eine Aktie. Das wäre jetzt beispielsweise eine Apple-Aktie. Und wir sehen hier ein grünes Open, heißt für mich Bullish, Markt, Rückenwind ist da, ich will da jetzt rein. Dann könnte ich natürlich Aktien kaufen. Ich kaufe mir die Aktien und partizipiere 1:1 von der Bewegung. Jeder Punkt, der steigt, ist auch Profit für die Aktie. Wir wissen aber auch, dass das sehr direktional ist. Das heißt, jede Bewegung auf und ab ist 1:1 da. Da könnte man jetzt beispielsweise sagen, ich will doch ein bisschen Puffer nach unten haben und verkaufe dann eine Call-Option. Verkaufe eine Call-Option. Und diese verkaufte Call-Option, die hat natürlich den Vorteil,
Ich habe eine Prämie verdient auf die Aktien, die ich habe. Wichtig ist in dem Fall, wenn wir amerikanische Optionen hier auch trade oder auch deutsche, europäisch, dann haben wir bei 100 Aktien. Das heißt, ich muss 100 Aktien haben, aber ich habe die verkaufte Call-Option. Und diese verkaufte Call-Option bringt mir Prämie. Das heißt, auf der einen Seite profitiere ich ein Plus, wenn die Aktie steigt, und ein Plus durch die Vereinnahmung der Prämie. Nachteil ist, wenn ich jetzt hier bei, sagen wir mal, 150 einsteige und der Strike liegt hier bei 160, dann profitiere ich bis zum Zeitpunkt, wo die Aktie bei 160 ist. Das heißt, ich nehme die 10 Punkte mit, 10 mal 100, $1.000 Profit, habe die vereinnahmte Prämie. Wenn sie jetzt 100 ist, bin ich bei 1.100. Aber alles, was da drüber ist, davon habe ich nichts. Weil wenn der Käufer der Call-Option seine Option jetzt ausübt, dann werden meine Aktien weggecallt. Das heißt, die werden mir zu 160 aus dem Depot genommen. Und dann müsste ich sozusagen mir wieder was suchen. Und die Frage muss man sich halt vorher stellen, ob man wirklich d'accord ist, die Aktie zu diesem Strikepreis abzugeben und eventuelle weiterfolgende Gewinne nicht zu realisieren. Ja, das kann man natürlich dann mit sich ausmachen. Oder man sagt wie folgt, und deshalb bin ich natürlich wieder für Optionen. In dem niedrig volatilen Umfeld, welches wir haben, kann ich doch günstig Optionen kaufen. Und Optionen haben eine gewisse Laufzeit. Das heißt, ich habe mich ja sowieso schon damit abgefunden, dass ich nur eine gewisse Zeit da drin bin. Und dann könnte ich natürlich anstelle der Aktien eine Long-Call-Option eröffnen. Ja, das könnte ich natürlich dann auch machen, dass ich dann eine Long-Call anstelle der, ich schließe mal kurz hier, eine Long-Call-Option anstelle der gekauften Aktien nehmen. Und das ist hier, wenn ich mal hier reingehe und ich mache jetzt hier mal diesen Covered Call. Ich zeige es jetzt mal ganz kurz. Wir haben es jetzt hier mit Apple. Das ist die verkaufte Call-Option. Komm, Apple 180 sind dann 10 Punkte, sind die 10.000, 10 mal 100, die $1.000. Ich gehe jetzt mal eine längere Laufzeit. Ich nehme jetzt mal 32 Tage jetzt hier in dem Beispiel. Dann würde ich durch die verkaufte Call-Option $167 verdienen, plus die Differenz von den 169,55 zu den 180, sodass mein Max Profit hier stets der maximale Gewinn bei 1213, also $1.213 liegt. Der Vorteil, wie gesagt, wir haben hier einen kleinen Hedge. Ja, das heißt, 1% ist der Break-Even. Ja, mit dieser verkauften Call holen wir uns 1% Hedge hier rein. Ja, das wäre jetzt der Covered Call. Aber jetzt kann man natürlich auch sagen, das sind ja trotzdem, das darf man nicht vergessen, 169, 60 mal 100, das ist ein Investment am Anfang von $16.950. Ist ja jetzt nicht für jedes Konto geeignet, eine so großes Invest. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, vielleicht will man es auch nicht. Und dann kann man es wie folgt machen. So, ich remove das mal. Jetzt ist hier der nackte Call und ich kaufe, anstelle der Aktien kaufe ich jetzt einen Call. So, und jetzt ist es wichtig, dass man den Optionshandel, die Optionen versteht. Wir haben es eben gesagt, wir haben den Vorteil als Verkäufer, dass der Zeitwert auf unserer Seite ist. Dementsprechend als Käufer nicht. Und jetzt müssen wir überlegen, wie können wir den Zeitwert klein halten, den Zeitwert pro Tag, indem wir nicht kurzlaufende, sondern länger laufende Optionen nehmen. Warum? Haben wir eben gesehen, at the money ist der Zeitwertverfall so. Ja, das heißt, hier 90 Tage und länger ist der ziemlich auf einer Linie und nachher wird die Kurve immer steiler, je näher wir zum Ende kommen. Das heißt, das Erste, was ich mache, ich nehme hierfür eine andere Laufzeit. Ich lasse die hier liegen. Ich sage von wegen, ich will gerne alle 30 Tage so eine Prämie verdienen. Das heißt, hier switche ich zu einer länger laufenden Option. Und dann nehme ich jetzt mal 172 Tage. Bei der Strategie, die ich da bei mir habe, das ist die Pullman's Covered Call Strategie, sage ich immer so um die 180 Tage. Und jetzt
haben wir Folgendes. Wir hatten eben gesagt, das waren ungefähr 16.900 Dollar an Invest. Ist jetzt natürlich viel kleiner, aber müssen wir uns ja angucken, was für ein Delta wir haben. Was heißt nochmal das Delta? Das Delta heißt ja, wie viel bewegt sich die Option mit dem Underlying? Und hier können wir einfach sagen, wenn sich jetzt beispielsweise das Underlying um einen Dollar bewegt, dann bewegt sich die Option um 80. Das heißt, wir haben 80% hiermit. Das ist in Ordnung. Wir können es natürlich noch ein bisschen größer machen. Ja, dann wären wir hier bei 87, sprich, wir haben hier eigentlich 87 Aktien. Ja, weil wir sozusagen zu 87% uns daran beteiligen, an der Bewegung ist ergo 87 Aktien. Und dann sieht man einfach, wir haben hier ein viel, viel kleineres Investment, aber der Profit ist ja trotzdem recht hoch. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, können wir auch jetzt hier machen, wenn wir jetzt hier 150 sind, dann haben wir hier 900 Dollar versus 2,616. Können wir uns mal kurz ausrechnen. Das wäre das Maximum, das sind die 400, das sind die 34. So, und jetzt gucken wir uns das Spiel nochmal an. Wir nehmen die raus, holen uns die Aktien wieder rein. Da haben wir dann das maximale Profit von 1.119. Durch, das ist das, was wir maximal verlieren können, was wir aber auch investieren, die 16.798. Dann ist das schon ein Unterschied, was wir hier haben. Ja, jetzt müssten wir das hier aber noch durch die 0,87 nehmen, damit wir auf 100 kommen. Bei dem anderen, oder wir hätten das andere, die 34, runterrechnen müssen auf 1. Aber wir sehen, es ist de facto ein doch gravierender Unterschied, den wir hier haben. Und das kann man natürlich auch je nachdem ein bisschen anpassen. Und weil es halt jetzt möglich ist, mit weniger Invest ein ähnlich gutes Ergebnis zu erzielen, bietet sich ja noch was mehr an. Nämlich, wir könnten ja jetzt sagen, wir haben die 16.900 Dollar oder 16.800 Dollar circa als Investpotenzial da. Und das nehmen wir dann für vielleicht verschiedene Poor Man's Covered Calls. Ja, dass wir dann sagen, wir nehmen vier. Und dann kommen wir natürlich schon wieder in eine Diversifikation. Ja, dass wir das natürlich dann auf mehrere Schultern teilen können. Ja, das ist halt die Möglichkeit, die wir hier als Optionshändler haben. Und wir können es natürlich auch alles mit kleineren machen. Ja, wir können ja jetzt zum Beispiel sagen, gehen wir mal hier rein. Ich trinke mal kurz ein Schlückchen. Ach, das ist jetzt hier übrigens der ADX. Ja, das ist dieses Webinar, was wir jetzt am Freitag hier machen. Ja, eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und wir haben jetzt hier den Bitcoin. Und ich nur mal kurz, ne, da müsst ihr jetzt gar nicht viel wissen. Wir gehen da einfach mal kurz hier rein. Hier haben wir verschiedene Indikatoren drin. Das blaue oben, unten, sind die Bollinger Bands. Das ist eine Standardabweichung. Dann haben wir die Parabolik SAR, sind diese blauen Pünktchen. Hier unten haben wir, da kann man auch hier draufklicken, kann man alles for free bei TradingView bekommen. Ja, muss man ja nichts kaufen. Und da kann man es hier sehen. Wir haben den ADX, die weiße Linie. Die grüne Linie ist der Plus DI. Die rote ist Minus DI. Und hier unten haben wir noch den Prozent BBNB. Also jetzt hier. So, was ist jetzt für uns interessant? Ne, wenn ich jetzt gerade von ADX spreche, ist wahrscheinlich die weiße Linie die wichtigste. Wichtig ist jetzt Folgendes. Stellt euch vor, die grüne Linie wären die Bullen, die roten Linien wären die Bären. Und was uns interessiert, ist immer, wenn es einen Wechsel gibt, ja, wo die Bären den Bullen übersteigen oder die Bullen die Bären. Und jetzt gucken wir uns das mal hier an und wir sehen hier. Hier ist ein Wechsel. Ja, hier geht die grüne Linie oberhalb der roten, das heißt die Bullen über die Bären. Und wenn wir dann noch parallel einen Anstieg des ADX hier haben, dann wäre dieser Punkt hier ein schöner Zeitpunkt gewesen, beispielsweise in Bitcoin zu gehen. Ja, und das war jetzt natürlich wirklich imposant. Und wie man hier sieht,
Das ist nicht Bitcoin direkt. Ja, Bitcoin direkt haben wir hier beispielsweise, wenn man direkt Krypto traden möchte. Ja, aber hier eben, das war Bito. Ja, und Bito ist übrigens auch unser Trade der Woche. Das ist der ETF auf Bitcoin. Ja, und den kann man natürlich dann auch anders mal traden. Ja, dann könnten wir, wenn wir uns jetzt einfach mal sagen, wir gehen davon aus, wir gucken uns mal Bitcoin vielleicht auch noch mal in dem O4W Best Indikator an, was der so sagt. Ja, Palim Palim, Chart zurücksetzen. Ja, ne, da sieht man hier war der eine Punkt, ja, wo der ADX das Open gesagt hat, aber hier sind wir wieder Open Close und hier hatten wir wieder das letzte Open. Und dann hätte man natürlich auch sagen können, ich gehe jetzt long hier rein, weil ich will viel hiervon profitieren. Kann man mit Bull Call, mit allen möglichen Spreads machen. Aber wenn wir das jetzt mal an dem, was wir gerade gelernt haben, veranschaulichen, dann gehen wir jetzt mal hier rein. So, Bito. Ne? Und das ist ein amerikanischer ETF, den können wir sowieso nicht direkt kaufen, den müssten wir uns sowieso über Optionen andienen lassen. Deshalb gehen wir hier auch direkt weg und machen mal jetzt hier. Ja, hier ist schon zu weit. Lassen wir einfach mal die 150 Tage. Gucken uns an. 69. Wir gehen weiter raus. Dann wäre es jetzt hier, weiß ich nicht. Können wir mal so lassen. Wir hätten jetzt hier eine Ausgabe von $176. Ja, das heißt, das ist das, was wir am Anfang bezahlen. Das ist der Debit Spread. Ne? Gegenteil ist ja der Credit Spread. Hier oben hätten wir den Call-Verkauf bei 20. Wir können den ja auch enger fassen. Wir können ja jetzt auch sagen, pass mal auf, ich glaube, hier irgendwo bei 17,50 ist jetzt Ende im Gelände. Ja? Können wir jetzt einfach mal machen. Können wir ja sagen. Ja? Wir wollen jetzt nur eine ordentliche Prämie verdienen. Hier, da würden wir $94 bekommen für die verkaufte Call. Und den Weg zwischen den 17,76 und 18 wäre dann auf gut Deutsch der Profit, den wir dann inklusive der $94 maximal machen würden. Hier würden wir aber ein bisschen höher gehen. Wir gehen jetzt mal, lassen jetzt hier einfach mal die 20 und dann kann man das natürlich hier schön sehen. Das ist der P&L-Graph, ja, die Gewinn- und Verlustkurve und da sieht man richtig schön, wie wir hier steil profitieren und hier oben ist es begrenzt. Was aber immer interessant ist, ist natürlich auch der Weg. Ja, das heißt, wann und wie sich die Option entwickelt. Solche Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Was wäre jetzt negativ? Negativ für die 20K-Verlustverrechnung wäre natürlich, wenn die gekaufte Call im Minus kommt. Die ist jetzt bei 226, kann man machen, ist in Ordnung. Ansonsten ist das eine Möglichkeit, schnell von etwas zu profitieren, weil das kann man definitiv sagen. Wer das hier aufgemacht hat und das war dann sozusagen 2 Tage später hier, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dann auf jeden Fall 50% Profit gemacht hat. Und wenn man das halt mit mehreren macht, ist das natürlich auch was Feines. Was halt auch immer möglich ist, wir könnten es natürlich auch anders machen. Wir haben die gekaufte Call-Seite hier und wir verkaufen das. Wir verkaufen das jetzt hier beispielsweise drunter, wenn das mal daneben geht. Das ist natürlich auch möglich. Also das muss man wissen. Hier, wie gesagt, müssen wir noch die Zeit hier verändern. Und dann könnte man theoretisch jetzt hier, wenn wir die 19 nehmen, ne, wir würden jetzt hier $26, das ist ja wirklich Piece of Cake, ne, das ist ja wirklich nicht viel, $60 könnte man hier nehmen, ja, und dann sagen, ich bin gar nicht gewillt, immer wieder hier das zu schließen, sondern man kann natürlich auch immer wieder rollen und auf gut Deutsch die Entwicklung, den Trend von Bitcoin irgendwie mitgehen. Muss man wissen, wie man macht. Ne? Dann ist es natürlich auch wichtig, sich mal anzugucken, wie ist denn das, wenn ich jetzt nur den Long Call kaufe? Ja? Dann ist natürlich, kann man hier sehen, Sky's the Limit. Ja? Also hier haben wir natürlich ununterbrochen, also mega große Möglichkeiten. Und das ist natürlich auch möglich. Ich meine, wir haben 20.000, das sind 100 Stück oder 80 Stück, die man dann von denen hier traden kann, dass man einfach mal sagt, wenn ich hier sowas sehe, dass ich hier reingehe
Und dann mache ich das an der einen oder anderen Stelle mit. Und das muss ja noch nicht mal so groß sein. Man könnte ja auch einfach mal $100 in den Ring schmeißen und sagen, das ist jetzt hier so ein Lottery-Trade und gib it, ne? Also mach it. Und dann, wenn es weniger gut wirkt, kann man natürlich dann noch eine verkaufte Call. Also wie gesagt, Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ich gucke mal kurz, ob da Fragen sind. Sind da Fragen? Genau, Thorsten Zeppel, guten Tag, guten Tag. Ach, da ist ja wieder der Feridon. Ich habe mir schon, ja, habe ich schon, da habe ich mir schon fast gedacht, dass das kommt. Was heißt direktionales Trading? Habe ich letzte Mal. Guck dir die letzte, du warst doch letztes Mal dabei. Guck dir das letzte Webinar an, habe ich doch erzählt. Ist die Rendite von 12% abzüglich der Kosten? Nee, wir gehen jetzt einfach da, wir machen es relativ einfach. Wir versuchen die 12% in den Prämien. Ne? Also Steuern etc. sind ja unterschiedlich. Kommt ja immer darauf an, ob du Trading GmbH hast, ob du jetzt in Deutschland wohnst etc. Die zwei Bs am Rande, das ist die Backwardation. Backwardation ist die VIX-Terminstrukturkurve, kann ich gleich mal reingehen. Ja, bei sinkendem Markt kann man natürlich Call-Optionen verkaufen. Nur immer Vorsicht geboten, wenn der Markt sich wieder dreht, ne, dann ist man so ein nackter Call hochgradig gefährlich. Ja, wie viel Prämie soll man pro Tag mindestens verdienen? Ja, das ist natürlich alles eine individuelle Frage. Ne. Das kommt auf die Depotgröße an, kommt darauf an, wie viel man tradet, kommt darauf an, was man tradet, kommt darauf an, was man für ein Risiko eingeht. Wenn ich mehr Risiko eingehe, will ich natürlich mehr Prämie verdienen. Wenn ich den ganzen Tag vorm Rechner sitze und das ist mein einziges Einkommen, muss ich natürlich meine Ausgaben auch irgendwie auch begleichen können. Ne. Das ist ganz wichtig. Genau, die Aufzeichnungen sind auf YouTube. Genau, bei FX Flat auf dem YouTube-Kanal. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, Options for Winners. Könnt uns gerne, also FX Flat und mir, schön viele Daumen hoch und viele Abos dalassen. Da sind wir immer happy. Und ich gehe jetzt nochmal auf die eine Frage. Ich hoffe, Feridon ist richtig ausgesprochen. Gehe ich nochmal hier auf die VIX-Terminstrukturkurve an. Ein. Wir haben normalerweise, das ist jetzt. Damit es besser zu visualisieren ist, grundsätzlich VIX-Terminstrukturkurven, eine Aneinanderreihung von VIX-Futures, wo die VIXes grundsätzlich steigen. Ja. Normalerweise ist es ja so, dass man das, was sozusagen vor der Tür steht, besser beurteilen kann als das, was weiter weg ist. Und deshalb sind natürlich die VIXes vorne in den Frontkontrakten niedriger als die Folge. Wenn jetzt aber Panik entsteht und man sieht, das Feuer ist direkt vor der Tür, dann passiert Folgendes: Dann steigen zuerst die Frontkontrakte an. Und weil zuerst die Frontkontrakte ansteigen, entwickelt sich dann so eine Kurve und das ist die Backwardation. Ja, und bei dieser Backwardation ist definitiv Panik. Panik deshalb, weil die Leute einfach sehr, sehr viel mehr für ihre Absicherung jetzt bezahlen als vorher. Und man bezahlt ja nur mehr für die Absicherung, wenn es irgendwie panisch ist. Und deshalb ist ja grundsätzlich auch die Idee so wie folgt. Ist im normalen Leben ja auch so. Versicherung sollte man dann kaufen, wenn man keine braucht, ja, weil sie dann natürlich günstig ist. Und was man hier auch immer wieder schön sehen kann, gehen wir mal auf die historischen Preise ein. Das mache ich ja auch immer gerne. Gucken wir uns mal Corona an. Das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ach, jedes Mal mache ich den gleichen Fehler und das schon. So, aber egal. So, nehmen wir mal den 20. Get Prices. So. Nicht irritieren lassen, das war die Trump-Wahl damals. Da hat der Markt schon eine hohe Panik einkalkuliert, was ja auch wirklich vernünftig war. So, wir sehen jetzt hier schon eins, dass wir eine ziemliche Horizontale hier entwickeln. Das heißt, es ist de facto auch kein normales Bild. Wenn wir jetzt noch mal ein paar Tage zurückgehen, da sind die Kurven schon ein bisschen steiler, wie man sieht. Wenn man jetzt aber noch mal. Hier hingeht und dann mal guckt, was sich danach entwickelt. So, das ist schon. Und jetzt kommt's. Das war jetzt der 24. Februar 2020. Da hat es angesprungen. Wenn wir uns das jetzt noch mal angucken und wir nehmen uns den SPX, ne, der Markt, das ist für mich der Benchmark für den Markt, der S&P 500, gehen wir mal zurück, gucken wir uns das ganze Spiel schon mal an. Das lädt und lädt und lädt. Da haben wir es ja schon.
Ja. Da sieht man hier 24. Februar. Ja. Und dann ging es hier wirklich ordentlich nach unten. Ja, und da hatten wir auch dann diese Bs, diese Backwardation. Und sobald man schon ein B hat, eine Backwardation, dann ist einfach irgendwas nicht wirklich stimmig im Markt. Und was ich mir auch weiter gerne angucke, können wir auch hier nochmal reingehen. Oder hier gucke ich mir auch mal gerne an. Das ist der Vergleich von dem WIX 30 Tage und dem WIX 9 Tage. Die orangene Linie sind die WIX 9 Tage. Das heißt, da sind die Optionen bepreist auf 9 Tage und hier auf 30. Und hier kann man es noch schön erkennen. 9 Tage ist immer noch teurer als 30. Das sollte eigentlich anders sein. Also grundsätzlich ist es gesünder, ja, gesünder insofern, dass es weniger anfällig ist, dass der WIX 30 Tage über den WIX 9 Tage liegt. Und hier war zum Beispiel mal ein schöner Wechsel. Da sind die 9 Tage oberhalb der 30 und dann ist es hier weiter nach unten gegangen. So, und als sich das hier sozusagen wieder ein bisschen, hier hat sich das wieder verändert. Da sieht man hier, ist auch ein bisschen hoch, aber das war ein Hin und Her. Und dieses Hin und Her ist momentan sehr, sehr häufig zu sehen. Und das liegt natürlich an verschiedensten Dingen. Ja, das heißt, wir hatten das ja mit der Ukraine und Russland. Wir haben die Anspannung USA und China. Wir haben das Problem China und Taiwan haben wir noch. Dann haben wir jetzt das Problem mit Israel, Hamas. Das ist ja definitiv auch da. Wir haben grundsätzlich das Problem mit den Anleihen. Ja, das heißt, wir haben exorbitant hohe Anleihenzinsen und wir haben es ja auch gesehen, die Zentralbanken haben wirklich sehr, sehr fleißig und das in kurzer Zeit, besonders die EZB, die Leitzinsen angehoben, hat aber weniger viel Wirksamkeit bei den Anleihen gezeigt. Dann sind die Chinesen, die Japaner aus den US-Anleihen rausgegangen. Also wir haben hier sehr, sehr viel, was gefährlich ist und was jetzt noch ist. Morgen, ganz wichtig, morgen ist wieder mal die FED-Sitzung. Und was man sich auch gerne anschauen kann, und das mache ich auch hier, ist immer dieses Fed Watch Tool. Ja, in diesem Fed Watch Tool, ne, hier sieht man es, ne, ein Tag FOMC-Meeting, ne, da werden die uns kundtun, ob die jetzt einen weiteren Zins anheben. Und hier kann man sozusagen die Wetten sehen. Und derzeit gehen 99,6% davon aus, dass es keine Leitzinsanhebung bleibt, sondern dass wir bei 5,25, 5,50 Punkten bleiben. Ja, lediglich eine ganz, ganz kleine Minderheit geht davon aus, dass es eine Zinsanhebung von 0,5% gibt. 0,5% Punkten, sorry. Was hier wirklich interessant ist, ist auch immer die Veränderung zu sehen. Das heißt, vor einem Monat, Ende September, war es noch so, dass 18% davon ausgingen, dass es eine Anhebung gibt. Aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Wir haben ja auch jetzt, und das hat man ja auch heute beispielsweise auch wieder vernehmen können, die Inflationsraten, die sinken ja. Und wir müssen halt jetzt erstmal gucken, wie das weitergeht. Also, dass man jetzt hier bei der Fed keine Zinsanhebung machen wird, das ist wahrscheinlich sicher. Die Frage ist nur, wie weit oder wie lange hält man diese Höhe aufrecht? Das sind halt alles solche Dinge und man liest jetzt auch extrem gerne viel zwischen den Zeilen. Und was wir halt auch an der einen oder anderen Stelle gerne machen, kann ich jetzt hier an der Stelle auch vielleicht mal gleich kurz zeigen. Eine Sekunde. Das sind natürlich auch unsere Trades, die wir mit den FOMC machen können. Ja, ich gehe mal kurz hier drauf. Gucken wir uns das mal an. Ja, hole ich mir mal einfach so ein FOMC-Trade. Also so ein Fed-Trade dazu. Heißt, diese Trades, die wurden immer nur oder sind immer nur aktiv an den Tagen, wo die FED, also wo die amerikanische Zentralbank sich zusammensetzt, also dieses FOMC-Meeting. Und dann kann man halt auch schön erkennen, wie es in der Vergangenheit hier war und was es ist. Das ist hier, sieht man schön, das ist eine verkaufte Put-Option und eine gekaufte Put-Option. 20 Punkte Abstand ist am Geld und zwar wird das immer, und hier steht es ja auch, um 2:20 Uhr
Das sind 6 Stunden später, um 20.20 Uhr wird das jetzt hier immer gemacht. Muss man jetzt natürlich auch die Zeitumstellung berücksichtigen. Nelson hat es am Anfang schon erwähnt. Diese Woche eröffnen ja die amerikanischen Börsen um 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Sonst ist es 15:30 Uhr, also ab nächste Woche ist es wieder 15:30 Uhr. Die USA, die wird ja auch ihre Zeit jetzt umstellen. Ne? Und das sind halt solche Möglichkeiten, die man da halt machen kann. Nur hier ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man auch für bestimmten Parametern folgt. Das sind jetzt hier so sogenannte mechanische Trades. Und das ist etwas, wo ich immer sage, das sieht zwar einfach aus und es ist auch nur am selbigen Tag, also 0 DTE. Nichtsdestotrotz ist das meines Erachtens eher was für Fortgeschrittene als für Anfänger. Ja, das ist halt etwas, wo ich sage, da bitte eher Vorsicht. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeiten, die man auch hat, dass man immer dieselben Parameter wählt für vielleicht ein bisschen länger laufende Optionen. Und das ist jetzt hier ein ETF, der SPY, also der ETF auf den S&P 500. Und hier sehen wir einen einfachen Bullput-Spread mit Delta 16, also an der ersten Standardabweichung und 25 Punkte Abstand. Und den machen wir sozusagen immer dann auf, wenn wir eine grüne Kerze im S&P sehen. Ja, das heißt, hier wäre es dann nur in solchen Phasen, wo wir auch eine grüne Kerze haben. Sprich, wenn ich jetzt mal hier gucke, haben wir eine rote Kerze. Diese Trades machen wir dann derzeit nicht auf. Dafür haben wir andere Trades, High-Vola-Trades oder vielleicht Iron Condors, aber nicht sowas. Und das hat natürlich dann seinen Charme, kann man hier auch sehen. Es ist jetzt auch relativ passiv, sprich, wir haben hier auf dem 30.000er-Konto nur zwei Optionen hier drauf auf. Ja, das ist halt auch wichtig. Aber nichtsdestotrotz, man kann hier mit auch ein regelmäßiges Einkommen generieren und darauf wollen wir hinaus. Und was wichtig ist, natürlich solche Phasen hier, das ist der Max Drawdown, der ist jetzt hier nicht wirklich viel gewesen, aber trotzdem muss man sehen, man hat nur zwei Drittel Trefferquote, dass dieses andere Drittel, was noch da ist, dass das beispielsweise auch irgendwie gecatcht wird mit eventuellen Hedges. Weil, wie gesagt, wir eröffnen es bei grün, also wenn die Kerze grün ist, aber es kann natürlich sein, wir eröffnen hier und hier kommt dann jetzt sowas. Ja, dann ist das natürlich eine Sache, wo man sagen muss, hier wäre entweder eine Schließung oder ein Hedge notwendig. Und das kann man sich alles auch anlernen und angucken. Und von daher glaube ich, dass das wirklich eine gute Möglichkeit ist, auch langsam in den Markt zu gehen, mit länger laufenden Optionen, die auch weiter weg aus dem Geld sind und lieber kleine Brötchen backen und viele, als vielleicht ein großes Brötchen und dann ein großer Verlust. So, jetzt gucke ich nochmal. Ne, sind sonst keine weiteren Fragen. Ja, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, ich wäre jetzt durch. Wie gesagt, bitte, bitte beachten, morgen ist das FOMC-Meeting ganz, ganz wichtig. Und ganz, ganz wichtig hier, wir haben Earnings. Ja, das heißt, hier kann man sich das bei Earnings Watchers auch umsonst angucken. Ja, das heißt, hier haben wir beispielsweise am Donnerstagabend ganz interessant Apple. Ja, also hier ganz, ganz wichtig, die Earnings muss man natürlich wissen. Ich würde normale Trades nicht aufmachen, wenn da jetzt die Earnings dazwischen sind. Also ich würde jetzt keine länger laufende PayPal-Option verkaufen, wo jetzt heute Abend dann PayPal seine Earnings released. Viel zu groß die Gefahr. Das sind dann Earnings Trades, können wir auch gerne mal besprechen. Okidoki. Sehr gut. Alle Fragen haben wir auch im Chat beantwortet. Kommen auch keine mehr rein. Dann vielen, vielen Dank, lieber Thorsten, und wünsche dir natürlich auch viel Erfolg die Woche noch. Und selbstverständlich vielen Dank an alle, die heute live dabei waren und auch hier mitgemacht haben. Und wünsche ich ebenfalls noch eine gute Woche. Wie Thorsten schon gesagt hat, Earnings sind aktuell und morgen Abend die Fed, die sicherlich eventuell auch den Gesamtmarkt bewegen können. Und ansonsten, wer morgen Feiertag hat, natürlich einen schönen Feiertag. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Super, Dankeschön, tschüss. Ciao.